Guten Abend, meine Damen und Herren. Freue mich sehr, dass Sie auch wieder so zahlreich gekommen sind. Ich sehe hier schon einige Gesichter, die auch schon bei den letzten Talks dabei waren. Ganz großartig. Ich bin Anne Schwarzkopf, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, und ich moderiere heute. Und ganz besonders habe ich die Freude, heute zu zweit zu moderieren, und zwar mit dem freien Wirtschaftsjournalisten Jens Gleisberg. Das Thema Stadtentwicklung gehört zu seinen Spezialthemen. Alle Städte haben, klar, die haben Schattenseiten, das wissen wir in Köln ganz besonders. Derjenige, der es am besten vielleicht beurteilen kann momentan, Herr Kubacki, der hat 60 deutsche Städte untersucht für die Bad Homburger Ferry Euro Rating AG. Das ist der Marktführer für Standort- und Kapitalanlage-Ratings, gemeinsam mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Seit 2001 macht Ferry das alle 2 Jahre. Fragen Sie nach Wirtschaftsleistung, Beschäftigung, Bevölkerung und Kaufkraft. Wie wird sich das entwickeln bis zum Jahr 2015? Im aktuellen Ranking, wem wird es gefallen? Hamburg liegt auf Platz 1 vor München. Münster verbesserte sich innerhalb von nur 2 Jahren um 11 Plätze auf Platz 3. Und Köln ist leider abgerutscht von Platz 5 auf Rang 15. Und wie ist das zu erklären? Das wollen wir nun in Erfahrung bringen, mit Hilfe unserer 4 Experten. Wir haben in diesem Bereich, haben wir eben jetzt in diesem Ranking ganz klar die Folgen der Wirtschaftskrise berücksichtigen müssen. Das hat dazu geführt, dass, sagen wir mal, was sozusagen die Punktzahl, die erreicht worden ist, durch die Bank abgesackt ist. Und wir haben halt das Phänomen gesehen, dass in diesem Bereich, dass durch die Wirtschaftskrise die großen Städte eher und mehr gelitten haben in ihrer Struktur als eben Städte wie eben Münster. Bei der Frage, wie profiliert sich eigentlich eine Stadt und speziell wie profiliert sich Münster, ist das Thema Wissenschaft über Dekaden hinweg stadtprägend, stadtbildprägend im Übrigen auch. Und insofern lag es nahe, das Thema Wissenschaft ganz oben auf die Agenda zu nehmen. Diesmal stand, glaube ich, im Kapitalbericht über die Ferry-Studie, die Landluft wird dünner. Das heißt, Sie haben einen Trend, den merkt man, dass wenn Sie an einem Standort in Deutschland sind, der eben nicht mit diesen Markenassets, wie Sie sie für Münster oder wie Sie auch für Köln beschrieben haben, punkten kann, dann hat er das Problem, dass Unternehmen, die dort sitzen, für die ist er entweder zu teuer oder zu namenlos. Herr Teherani, Sie sind ja nun auch super viel unterwegs und sprechen mit Investoren, Unternehmern praktisch den ganzen Tag. Was sagen die Ihnen denn, was das Wichtigste ist an Anforderungen, dass Sie an eine Stadt stellen, wenn Sie sich überhaupt für eine Stadt entscheiden, zu einer Ansiedlung oder zu einer Investition? Was sind die Argumente? Ja, das sind ganz normale Argumente eigentlich. Sie wollen natürlich wissen, was für eine Wirtschaftskraft steckt dahinter. Lage, Standort, wie sind die allgemeinen Lebensbedingungen in dieser Stadt und mit was für Mieten können sie arbeiten, weil heute zu bauen ist ja gleich teuer, ob ich jetzt hier in Köln baue oder in Dresden baue oder in Hamburg baue, aber die Mieten sind unterschiedlich. Stichwort Elbphilharmonie. Ja. In Hamburg läuft das über die Bürgerschaft. In Köln diskutieren wir darüber, dass man nicht richtig rechnen kann. Also, dass wir auch immer Oper und Schauspielhaus so nicht gebaut werden kann mit den finanziellen Mitteln. Sie kennen beide Diskussionen. Ist Hamburg eine Stadt, die anders getragen wird? Anders ist das ein anderer Bürgerstolz, der in der Stadt da ist? Also in Hamburg, glaube ich, ist ein großer Teil wirklich auch ein Zufall. Ach. Ja? Weil diese Philharmonie ist nicht jetzt gewollt gewesen, sondern das war eine Idee von einem Investor an einer Stelle, die eigentlich im Wettbewerb für ein Bürogebäude da war. Und das war ein erster Preis damals. Dann haben die wirtschaftlich geschwächelt. Dann ist ein Hamburger Bürger auf die Idee gekommen, eine Philharmonie zu konzipieren mit den Schweizer Architekten Herzog de Meuron. Und dieses Bild war plötzlich auf dem Tablett. Ich finde, auch die Kostenentwicklung der Elbphilharmonie sollte hier dem einen oder anderen auch nochmal vor Augen führen, dass wir hier nicht über ein Kölner Problem reden,
wenn wir über Kostenexplosionen, die ich nur wirklich sehr beklage, bei Opernsanierungen sprechen. Diese Stadt Köln hat in ihrer gesamten Geschichte es immer wieder geschafft, und das sollte man auch mal erwähnen, Landmarks hervorzubringen. Das gilt jetzt für die Kranhäuser. Die signalisieren jemandem in einem Büroturm in Shanghai, dass da auch Dynamik drinsteckt. Und dazu braucht man nicht Daten und Worte, dafür braucht man Bilder. Und das Ensemble des Rheinauhafens, der Kranhäuser mit dem Dom im Hintergrund ist ein solches Bild. Also ich bin zutiefst der Meinung, dass wir zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Das eine ist die Frage, wie kommuniziert eine Stadt sich selber von der Frage, wie sind eigentlich ökonomische Faktoren? Sie stehen einer GmbH vor. Was können Sie tun, was Dr. Walter Borjans nicht tun kann? Wo läuft es besser, privat oder Verwaltung? Der Punkt ist doch, wie kann es gelingen, dass unternehmerische Entscheidungen, die in aller Regel eine sehr, sehr hohe Reisegeschwindigkeit haben, 1:1 übertragen werden auf die gleiche Reisegeschwindigkeit bei der kommunalen Truppe, die so etwas umzusetzen hat. Ich würde aber noch mal eine Frage nachhaken bei Herrn Kubacki. Was passiert eigentlich nach einem solchen Ranking? Wenn Sie sowas erstellt haben, rufen dann die Bürgermeister scharenweise bei Ihnen an oder treten Sie auch selber in Aktion und sagen, wir würden jetzt mal empfehlen, wie es besser ginge? Die Ergebnisse, die wir haben, haben eine hohe Aufmerksamkeit. Was wir erleben, ist erstmal sehr viele Journalisten, die anrufen, aber eben dann auch und natürlich, und das ist ja auch die Herausforderung dessen, dass gerade eben die anrufen, die sich zu schlecht oder wie auch immer bewertet fühlen oder die das in der Form jetzt nicht nachvollziehen können. Unabhängig davon, wie wir abschneiden und unabhängig davon, ob ich jetzt genau die Gewichtung zwischen den einzelnen Indikatoren auch so vornehmen würde, sie sind immer Hinweise. Was ist denn jetzt der Hinweis? Ja, Köln ist ja jetzt abgerutscht. Sie nehmen es als Hinweis. Was ist jetzt der Hinweis zu sagen, jetzt kommen wir wieder nach vorn? Was mir ganz deutlich geworden ist, ist, dass das Potenzial, das die Stadt Köln gerade in diesem Bereich von Wissenschaft und Forschung hat, viel zu wenig zur Geltung bringen. Köln muss auch noch eine Menge tun. Es muss viel mehr Angebote nochmal auch an den Investoren bringen, dass die Lust haben, hier etwas zu machen. Und gerade wenn man diesen Hype erreicht hat, dass man einmal den Kopf aus dem Sand raus hat, darf man den nicht wieder einstecken. Also man muss wirklich nach vorne hinausgehen. Das war's, meine Damen und Herren. Schönen Abend. Als kurze Ankündigung noch, am 2. Dezember wird wieder hier im Rotonda Business Club der nächste Deal Talk stattfinden. Thema wird dann sein, raus aus der Wirtschaftskrise. Wo stehen wir ein Jahr nach dem Crash?